Sag mal, kennt ihr auch diese Menschen, die sich in euer Leben einmischen, die ständig gute Ratschläge für euch haben, die sich einfach immer in euer Leben einmischen? Kennt ihr diese Leute auch? Wenn ja, wo vergrabt ihr die? Was mir in meinem Leben alles schon passiert ist, in diesem Bereich zu diesem Thema, das ist wirklich nicht mehr zu fassen. Wisst ihr, es gibt mittlerweile so eine Empathielosigkeit in Deutschland, dass ich das Wort Mensch mittlerweile, ich glaube, schon gar nicht mehr so wirklich in den Mund nehmen kann. Weil für mich macht ein Mensch zu wirklich, also mindestens 90% die Empathie auch aus. Vielleicht liege ich da falsch, keine Ahnung. Aber Empathie gehört für mich einfach dazu. Und wenn ich sehe, was in Deutschland passiert, in den Nachrichten, wenn ich selber sehe, was mir auf dieser weiten Entfernung alleine auch schon passiert, wo ich sage, was ist los? Ist die Rasse ausgestorben? Gibt es diese Menschen nicht mehr, die Empathie besitzen? Für alle anderen, die denken, was hatten die für einen Knall? Was ist denn das für ein komisches Fremdwort? Das habe ich noch nie gehört. Dem möchte ich das ganz kurz in Kurzform erklären. Empathie, das sind die Menschen, die sich in andere reinversetzen können. Mitfühlend sind, das sind die Leute, die in einem Film, wenn nur eine Träne kullert, schon mit 30 Taschentüchern sitzen. Das sind die Menschen, die anderen ins Gesicht schauen und die können noch so schön lächeln und sie erkennen, dass hinter diesem Lächeln ein trauriges Gesicht ist. Das sind die Menschen, die Empathie besitzen. Und ich selber gehöre zu den Menschen, die es in Deutschland extrem schwer hatten bezüglich dieser Empathie. Und zwar kann ich das mal erzählen, bei mir ist HSP nachgewiesen. Das heißt, ich bin eine, es nennt sich so HSP, High Sensitive Person. Das heißt, ich bin hochsensibel, meine Sinne, ich persönlich finde das ja ganz normal, das ist ja das Problem, meine Sinne sind wirklich hoch ausgeprägt ist. Die Frage ist nur allerdings, sind sie deswegen hoch ausgeprägt, weil der Rest der Bevölkerung vielleicht verlernt hat oder es abgezüchtet wurde, Gefühle und Empfindungen und Empathie zu besitzen? Oder ist es wirklich etwas, was über dem Maß liegt, so wie so ein IQ? Es gibt ja Menschen, die haben 100 und dann gibt es solche, die haben 200. Ist das in dem Fall auch so? Ich persönlich habe mich damit zwar viel beschäftigt, aber ich bin zu keiner Lösung gekommen. Vor allen Dingen ist es auch sehr uninteressant, wenn man in einer Gesellschaftsform nicht leben kann, weil es so Momente gibt, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht kennt das so der ein oder andere da draußen von euch, du schaust in so ein Gesicht rein, was weiß ich, nehmen wir es mal aus dem Beispiel aus dem Freundeskreis, du schaust, hast irgendwie mit einem Kumpel einen Disput irgendwie und der zieht dann so eine Fresse. So, irgendwie sowas. Und sagst, du brauchst ja gar nicht so genervt zu gucken. Wieso denn? Ich hab doch gar nicht genervt geguckt. Ich hab doch gar nichts gesagt. Kennt ihr das? Kennt ihr diese Leute? Kennt ihr diese Leute, in diesen, wo der Mund etwas sagt, aber hier oben, hier läuft dieses Laufband und hier oben steht, ich finde dich total scheiße, du kotzt mich total an. Wisst ihr, kennt ihr diese Leute? Und die sagen dann, du bist echt total nett, ehrlich, ja, ehrlich, wirklich, toll bist du, tolle Idee. In Wirklichkeit sagen, Mensch, halt die Fresse, meine Idee ist viel besser. Leute, kennt ihr die? Kennt ihr die? Dieses Video geht einfach mal um diese Sache, um dieses ganze Thema Empathie und Menschen, die wirklich viel Empathie besitzen. Ich kann davon tatsächlich reden, was für ein Wahnsinn. Ich habe das Land verlassen vor vier Jahren ungefähr. Ich habe das Land verlassen. Ich musste die Reißleine ziehen, weil ich, weiß ich nicht, entweder wäre ich Amok gelaufen oder ich hätte mich irgendwo im Hochhaus runtergeschmissen. Ich weiß es nicht. Ich habe die Reißleine gezogen und für alle, die da draußen dann immer daherkommen, das sind diese Empathielosen. Ich nenne sie immer Menschen, die eine Empathie haben, wie Toilettenschüsseln. Und zwar sind es die Menschen, die dann sagen, was macht die für ein Video? Was spricht die vom Frieden, wenn die irgendwo auf der Welt ist? Fahnenflucht.
Die ist abgehauen. Ja, ja, ja. Das sind so Leute, wo ich dann so sage, hey, Gehirn einschalten, nachfragen oder wie auch immer. Wisst ihr, okay, mich tangiert das mittlerweile nicht mehr so wirklich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, manche Menschen da draußen in Deutschland, und an die richte ich mich in diesem Video, die haben eine Empathielosigkeit, dass ich wirklich nicht mehr das Wort Mensch teilweise benutzen kann. Es gibt Menschen da draußen, die rammeln über andere hinweg in einer brachialen Gewalt und entweder merken sie es tatsächlich nicht, dann haben sie wirklich mein tiefstes Mitleid, weil wenn sie das nicht mehr merken, und das, den Eindruck hat man ja manchmal, die merken es nicht mehr, zumindest sagen sie, dass sie es nicht merken. Wobei ich als hochsensibler Mensch einfach sage, doch, ihr merkt das. Aber ihr habt den Eindruck, ihr könnt über die anderen drüber hinwegbügeln mit eurer Art. Und ihr denkt, andere merken das nicht. Aber es gibt genügend Menschen. Und manche Menschen merken es vielleicht gar nicht so direkt, weil sie das Empfinden vielleicht gar nicht so haben. Aber sie merken doch, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Und vor mir zum Beispiel ist es so, vor mir kann jemand stehen und kann wirklich einen auf nett vor mir machen. Echt richtig auf nett. Aber wisst ihr was? Hochsensible haben ein wahnsinnig großes Problem auf der einen Seite. Problem, Begabung oder auch nicht, wie man das immer nennt. Es ist Fluch und es ist Segen. Der Fluch daran ist, wenn jemand vor mir steht und sagt, irgendein Scheiß, irgendein Geschleime oder irgendetwas. Leute, wisst ihr, was ich kann? Ich kann das hier fühlen, ich kann das Herz fühlen. Aber wenn jemand vor mir steht und mir versucht zu erzählen, ja, ist alles so toll oder und ich lese aber hier oben, und das kann ich nun mal leider, das ist ein Riesenproblem für diese Menschen, in Wirklichkeit verachten sie dich, in Wirklichkeit verhöhnen sie dich. Aber sie sagen es nicht. In Deutschland ist es sowieso so, ich kann nur von Deutschland sprechen, das ist das Land, in dem ich groß geworden bin. Und ich habe zum Vergleich mehrere andere Länder, in die ich gereist bin, in die ich auch länger gelebt habe. Und wie auch jetzt, 4 Jahre, lebe ich in einem islamischen Land, was viele Menschen mittlerweile wissen. Ich kann es auch einfach mal ganz direkt sagen, weil viele manchmal fragen. Ich wohne in den Vereinigten Arabischen Emiraten und dort lebe ich schon seit 4 Jahren. Und wenn dann so Deutsche daherkommen und dann sowas sagen wie, oder mich anschreiben, Islamhure, da muss ich mich doch wirklich fragen, hey Leute, was ist bei euch schiefgelaufen? Ist irgendwas schiefgelaufen? Ist irgendwas irgendwie in eurer Kinderstube schiefgelaufen? Keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein deutsches Phänomen. Ich habe das in keinem anderen Kulturkreis, nirgendwo auf dieser Erde, wo ich mich befunden habe, noch nie erlebt. Noch nie. Ein fremder Mensch, der zu einem anderen sagt, Islamhure. Das finde ich, ist eine Ungeheuerlichkeit. Eine Ungeheuerlichkeit. Und wisst ihr, das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, nee, ich möchte in diesem deutschen Kulturkreis nicht leben, weil ich persönlich empfinde diesen Kulturkreis nicht als Kultur. Ich finde, es ist eine Unkultur. Ich kann gar kein anderes Wort mehr dafür finden. Ich finde, es ist gar keine Kultur, ehrlich gesagt. Und wenn die, wenn, das geht gar nicht eigentlich. Wisst ihr, bei mir ist das Problem, ich spreche einfach mal von meinem Leben, von meinen Erlebnissen, die ich habe, weil das hat nichts damit zu tun, dass ich mich in den Vordergrund spiele, was manche dann ja auch wieder so denken. Nein, das hat damit zu tun, ich kann doch nur über das sprechen, was ich auch wirklich erlebt habe, oder? Ich gehöre nicht zu den Leuten, die über den Islam schimpfen, wenn ich das Land noch nicht einmal bereist habe. Ich bin in dieses Land gereist und habe gesagt, ich schaue mir das einfach mal an im Urlaub. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin hier leer hergekommen. Ich bin mit einem leeren Kopf hierher gekommen, ohne Vorurteile. Und ich muss euch ehrlich sagen, ja, ich lebe jetzt hier. Und ich muss euch ehrlich sagen, ja, ich lebe hier besser. Ich werde hier nicht angefickt, ich werde hier nicht angemacht. Ich werde hier nicht als Christenhure bezeichnet. Ich werde hier nicht als, hier ist alles, ich komme hier gut klar. Ich komme hier gut klar. Und die Probleme, die ich in Deutschland hatte, über Jahrzehnte, wenn man hochsensibel ist, hat man ein wahnsinnig großes Problem in Deutschland. Man fühlt alles, man fühlt einfach alles. Und das der Hammer ist ja immer, die sind immer die Menschen, die dann sagen, wieso? Ich habe doch gar nichts gesagt. Wieso? Ach, das bildest du dir nur ein. Ach, du bist so kompliziert. Wisst ihr, das ist ja auch in Deutschland so, wenn jemand nicht eurer Meinung ist, oder so ist es mir ergangen, wenn ich mal irgendwie so, und ich kann auch nett sein, auch in diesen Videos kommt es leider nicht so gut zur Geltung in den letzten, das hat aber damit zu tun, dass ich einfach die Schnauze langsam voll habe, nett zu sein, weil nett habe ich hier 2 Jahre gemacht, ich habe keinen Bock mehr drauf.
Ich bin übrigens gerade aus dem Bett geschlüpft für jemanden, der sagt, ah, die sieht ja jetzt heute fertig aus. Nein, ich sehe nicht fertig aus. Ich bin aus dem Bett geschlüpft und mir geht's richtig geil. Und ich habe gar kein Problem, mich ohne Lippenstift und ohne irgendwie Gefake hier vor die Kamera zu setzen. Das wissen auch viele, die mich länger mit mir gehen. Es ist wirklich so, in Deutschland ist es für mich nicht lebensfähig für die deutsche Kultur. Ich bin gar nicht, ich gehöre zu dieser wahnsinnig aussterbenden Rasse, die wirklich, die einfach auf der einen Seite mitfühlend sind, aber jetzt kommt der Knaller, da sitzen jetzt welche bestimmt auch von der Friedensszene, die sagen, die hat sich von mir entfreundet, die hat das gemacht. Leute, ihr müsst nicht denken, dass nur wenn jemand irgendwie nett ist, also ein nettes Wesen in sich trägt, dass der immer nett sein muss. Oh nein, ich bin ganz schön die Krawallschachtel, das ist absolut richtig. Wisst ihr warum? Und das ist vor allen Dingen, das Phänomen ist ja auch, das bin ich nur in Deutschland. Überwiegend. Also ich sag mal, in Deutschland bin ich jetzt zu 90%, hier bin ich das vielleicht zu 5%. Also die Probleme, die ich in Deutschland alleine an einem einzigen Tag hatte, beginnend von in den Supermarkt gehen, der Rentner guckt mich böse an, weil ich mich vor ihm an der Kasse stelle oder ihn frage, ob ich mal vor kann, weil ich zur Arbeit muss oder bla 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 bla, tausend Dinge. Ja, Leute, das ist mir hier, an was in einem Tag in Deutschland mir passiert ist, an verfickten Unverfrorenheiten von fremden Menschen, ist hier mir noch nicht in vier Jahren zusammengenommen passiert. Ehrlich, jetzt ohne Scheiß, und ich übertreibe auch nicht. Das ist doch wirklich mein Statement, oder? Sollte einem nochmal zu denken geben. Und es ist übrigens ein islamisches Land, in dem ich lebe. Wollte ich nur nochmal erwähnen. Ach ja, und übrigens für alle, die so klug sind da draußen, ja, für alle, die diese klugen Leute da draußen in Deutschland. Ich trage auch kein Kopftuch. Hey! Und ich kann auch so hier rumlaufen mit dem Top. Hey, und jetzt haltet euch fest, ich kann sogar am Strand im Bikini liegen. Alter Schwede. Und zum Thema Frauen, weil die erste Frage ist ja auch immer, das ist ja auch das Schöne in Deutschland, ne? Das ist ja immer so, also die klugen Leute von euch, die fragen mich, und wie ist denn das so? Aber wenn einer schon anfängt zu fragen, naja, es ist eine Frage wenigstens, aber dann kommt so die Frage, wie ist denn das so als Frau? So ganz vorsichtig, ne? Das ist das Erste, was die Leute fragen. Hey, und als Hochsensibler, Entschuldigung, da ist das ganz schnell, da weiß ich, bam, was hier oben drauf steht. Ich will immer was sagen. Also, wie kann ich es am besten erklären? Wartet mal einen kleinen Moment. Vielleicht kann ich das jetzt irgendwie mal kurz erklären. Bleibt dran, ich komme wieder. Wartet, ich muss mal kurz was suchen. Scheiße. Mist, immer wenn man es braucht. Das ist ja ärgerlich. Wartet mal. Wie ärgerlich. Wartet mal. Ich komme gleich wieder. Ich will euch was zeigen, was man alles in einem islamischen Land machen kann. Also, ist das ärgerlich. Ich suche hier was ganz Spezielles. Naja, okay, dann müssen die jetzt mal herhalten. Dann müssen die jetzt, für alle, die jetzt das reinschauen, ich bin noch im Bett, also ich bin noch frühmorgens. Also, ich lebe in einem islamischen Land, ja? Ich trage hier solche Schuhe, kann man die sehen? So hoch. Ich habe noch knallrote, die sind doppelt so hoch. Ich will das nochmal erklären. Und so laufen hier auch islamische Frauen rum. Islamische Frauen haben hier schwarze Abayas an, weil viele in Deutschland denken, ja, oh, die armen Frauen, die armen Frauen. Wisst ihr was? Diese Frauen tragen Abayas mit Spitze hier dran. Die Frauen tragen High Heels, ja? Die Frauen tragen Miniröcke unter ihren Abayas. Für alle die das noch immer nicht verstanden haben, die Frauen tragen das zumindest in diesem Land freiwillig. So, jetzt möchte ich aber gar nicht mehr auf das Thema. Ich möchte wieder zurück zu dem Kartondenken in Deutschland. Kartondenken in Deutschland. Warum Kartondenken? Ja, ganz einfach. Also mir geht das so. Mir geht es folgendermaßen. Ich gehe auf eine Party in Deutschland. Ja, so, ich gehe auf eine Party oder ich werde eingeladen, komme unter neue Leute. So, und da ist das dann halt immer grundsätzlich so, es ist egal, ob das jetzt Party ist, egal was. Neue Menschen, man lernt neue Menschen kennen. Und dann passiert Folgendes. Ich brauche nur einen Satz sagen, egal, nehme irgendwas. Ich sage einen einzigen Satz. Und ich habe mit diesem Satz bereits verloren. Denn ich wandere bei dem Menschen Nummer 1, wandere ich in den Karton B. In den nächsten, bei dem nächsten Menschen wandere ich in den Karton Z.
bei dem nächsten Menschen wandere ich Karton XY. So, jetzt kommt die tatsächliche Sache, dass ich vielleicht etwas sage, wo der Mensch 1, der mich in Karton B gepackt hat, plötzlich sagt, die ist im B, die kommt da nicht mehr raus. Leute, ich will es jetzt kurz machen. Es ist so, besser gesagt, ich will jetzt nur kurz erklären. Das Video wird lang. Ich kotze mich einfach mal richtig aus. Es geht einfach mal nicht anders. Du hast in Deutschland keine Chance mehr, aus diesem Karton rauszukommen, wo dich andere reingestopft haben. Da kommst du nicht mehr raus. Du hast gar keine Chance mehr. Das ist der Grund, warum auch ich, oder das ist auch ein Grund, warum ich in diesem Land überhaupt nicht, ich kann da nicht leben. Es geht einfach nicht. Das ist einfach so, im Grunde ist das so, ich bin so ein Mensch, ich lebe aus dem Gefühl heraus, wirklich aus dem Gefühl heraus. Es kommt aus dem Bauch heraus, ich entscheide aus dem Bauch heraus. Das ist nicht immer klug, das gebe ich ehrlich zu, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe fast die Hälfte meines Lebens rum und ich muss euch ehrlich sagen, doch, das ist alles so gut gelaufen. Ich entscheide unheimlich viel wie ein Kind aus dem Bauch heraus. Und ich bin auch generell, wenn man mich jetzt beschreiben möchte, würde ich jetzt eher sagen, ich bin ein naiver Mensch, ich bin ein absolut, ich nehme das Leben auch nicht wirklich ernst, ich bin dem Buddhismus, ich studiere seit, weiß ich nicht was, 20 Jahre ungefähr studiere ich einfach den Buddhismus, ich versuche mich, übe mich da dran, ich bin nicht perfekt, ich bin in nichts perfekt, in gar nichts und ich weiß das und das ist das Geile, dass ich das weiß und ich übe mich dran, ich übe mich in meinem Leben und auf den Stufen. Ich denke, man muss im Leben Horizonte erweitern oder nicht erweitern, wie auch immer. Aber das Ding ist, du kommst einfach auch nie aus diesen Kartons raus. Du hast keine Chance. Und bei mir ist das so, wenn ich heute zum Beispiel Kaffee mit Milch trinke, dann heißt das noch lange nicht. Und das ist das, was ich in Deutschland immer erlebe. Wieso? Du hast doch letzte Woche mit Milch getrunken. Na? Das ist das mal vereinfacht dargestellt. Hast du letzte Woche auch mit Milch getrunken? Da stehst du schon, da kommst du in so eine Bredouille, da kommst du schon, kriegst du so ein Kloß im Hals. Ja, das war letzte Woche. Wisst ihr was? Das ist im Buddhismus zum Beispiel so, das ist so, jeder Tag, jede Sekunde beginnt neu. Jede Sekunde beginnt neu. Und jede Sekunde hat jeder Mensch, jedes Lebewesen auf dieser Erde die Freiheit, sich neu zu justieren, sich neu zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln, sich voranzubringen, nach hinten zu gehen, nach unten, egal. Alles, was außerhalb dieser Hülle von mir ist, alles, was hier dieses ist, dieses Jahr, alles, was außerhalb von mir ist, hat das Recht zu machen, was es möchte. Solange es natürlich auch nicht mich betrifft. Also wenn mich jemand schlägt, dann muss ich natürlich auch entsprechende Maßnahmen greifen. Buddhismus heißt nicht irgendwie, man ist doof oder so. Aber wisst ihr, es ist eine ganz andere Weltanschauung. Und das könnte natürlich auch eine Erklärung sein, warum ich in Deutschland in der Kultur überhaupt nicht klarkomme. Weil es ist zum Beispiel so, ich mische mich auch ehrlich gesagt gar nicht so in das Leben des anderen hinein. Also wenn da jemand ist, also bei mir passiert das oft, viele Menschen, ungefragt vor allen Dingen, fremde Menschen, das kommt ja noch als Hammer dazu, mischen sich tatsächlich in mein Leben ein. In mein Leben. Die sagen mir, wie ich das zu machen habe, dass das falsch ist, was ich mache. Das ist mein Leben gewesen. Und das ist wirklich immer gewesen. Also es ist der Hammer gewesen. Es ist echt der Hammer gewesen. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde das als eine maßlose Frechheit. Als eine maßlose Frechheit. Und ich habe mich immer dagegen aufgebäumt. Und das ist auch das Problem. Ich habe jetzt auch in der Friedensszene gerade eine Szene, ich denke mal, es wurde nicht ausgesprochen. Das ist ja auch das Schöne. In Deutschland spricht man ja auch Probleme nicht aus. Ne? Wird ja auch nicht ausgesprochen. Ne? Da wird einfach, man fühlt sich bepisst. Ne? Weil man fühlt sich bepisst und dann zieht man sich zurück. Dann drückt man auf Facebook nämlich den Off-Knopf, ne? Sich entfreunden-Knopf. Sache erledigt. Ab in den Mülleimer. So seid ihr. Oder so sind viele da draußen. Viele da draußen sind überhaupt nicht mehr in der Lage, mit einem Menschen sich zu raufen, also verbal zu raufen oder irgendwas. Es ist speziell ein deutsches Problem. Es ist definitiv speziell ein deutsches Problem. Weil du kannst nicht mehr sachlich diskutieren, das geht gar nicht. Es ist einfach, du kannst noch so gute Argumente haben. Und die sind auch wirklich treffend. Und das ist auch nicht dann die persönliche Meinung. Sondern das sind wirklich richtige Argumente. Also ich meine, es gibt Argumente einfach, die sind einfach nicht von Hand zu weisen. Und trotzdem gelten die nicht, weil du wirst als Mensch, als Gesamtes, und das ist das Ding, du wirst als Gesamtes bereits verurteilt, bevor du nur deinen Mund aufgemacht hast. Wenn du in Deutschland einen Rock trägst, der zu kurz ist, bist du sofort in die Schublade. Ist eventuell eine Prostituierte oder auch nicht, keine Ahnung. Also irgendwie so. Viele wissen, worauf ich hinaus möchte. Als hochsensibler Mensch
wie ich es bin, ist es halt so, dass ich ziemlich schnell erkenne, was mein Gegenüber wirklich tatsächlich denkt und empfindet. Das hört sich jetzt irgendwie anmaßend an, ist es aber nicht, ist es nicht. Und viele Menschen, die mich über lange Jahre wirklich kennen, Menschen, die mich wirklich kennen, das sind nicht viele, weil ich lasse auch nicht viele Menschen an mich ran, weil das ist schwer, so ein Leben zu leben. Und die Menschen, die mich wirklich länger kennen, über Jahrzehnte, die haben ganz früher das auch vielleicht gesagt und gesagt, ach die wieder. Was die wieder so fühlt, was die wieder so denkt. Aber wisst ihr was? Das schönste Kompliment, was mir ein Mensch mal gemacht hat, wirklich, das war eins, was mein Herz zumindest berührt hat, das ist ein Mensch, der zu mir gesagt hat, weißt du Anja, am Anfang habe ich ja gedacht, du bildest dir das auch nur ein. Aber ich kenne dich jetzt so lange und ich muss dir ehrlich sagen, du hast immer recht gehabt. Wisst ihr? Und ich habe nicht immer recht, das ist nicht die Frage. Aber wenn ein Mensch vor mir steht in Deutschland, ja, und eine Fresse zieht, ja, so, das sind nur ganz kleine, manchmal ganz kleine Mundwinkel, die sich verschieben. Und mir dann erzählt, dass er mich nett findet, ja, während ich hier oben lesen kann, du kotzt mich so an, du bist so dämlich, Anja. Wisst ihr was? Und wenn ich mich dann umdrehe und diesen Menschen einfach dem Arsch zeige, sage ich, die ist beleidigt. Ich bin nie beleidigt, aber ich ziehe halt auch Konsequenzen. Und das ist natürlich auch das Problem, was viele Menschen hier auf Facebook mittlerweile haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich natürlich auch verändert, das gebe ich ehrlich zu. Ich habe ja ganz nette Videos vorher gemacht, wirklich sehr freundliche Videos, ein bisschen mit Witz auch dahinter, weil ich wollte einfach, ich hatte wirklich tatsächlich versucht, euch ein bisschen mit Witz und Charme natürlich irgendwie ein bisschen zu motivieren, in die Friedensarbeit zu steigen. Aber mittlerweile ist es so, ich habe beschlossen, ich bin Einzelgänger, mittlerweile mehr oder weniger Einzelgänger, kann man das so nennen? Nein, natürlich nicht. Ich habe natürlich viele Leute, die meine Arbeit unterstützen und da bin ich sehr dankbar. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, nach diesem Hammer-Video, was ich gemacht habe, ich will euch das mal erzählen, dieses Hammer-Video, was ich da gemacht habe, was da mal vor 5 Mal da so richtig gut mal in die Runde gekommen ist, da ist Folgendes passiert, da sind Leute auf mich zugekommen. Zum einen ein Thomas de Vries, ein Rechter, der jetzt erst vor kurzem sich die Mühe gemacht hat auf meinem YouTube-Kanal. Und ich muss dazu sagen, ich bin auf YouTube eine absolute Niete. Also ich habe da, glaube ich, 100 Follower. Ich bin keine YouTube-Tante, ich bin eine Facebook-Tante. Da hat sich der Thomas de Vries aus der rechten Szene, muss wohl auch ein richtig Bekannter sein, hat sich die Zeit genommen und hat sich auf meinem YouTube-Kanal 4, 5 meiner Videos vorgenommen und hat per Copy-Paste den gleichen Text runtergeschrieben. Text war ungefähr sowas wie, also ich muss auch die Texte freischalten, ich habe das so gemacht, weil ich bin echt so angegiftet worden, da sind so viele Leute unterwegs, die einen, also richtig anficken. Wir sprechen jetzt nicht von irgendwelchen, von anderen Meinungen, ne? Wir sprechen nicht von anderen Meinungen, was in Deutschland auch mittlerweile so ist. Jeder, der einen anfickt, sagt, wieso ist das Meinungsfreiheit? Entschuldigung, ey, in Deutschland fällt ja mittlerweile alles unter Meinungsfreiheit. Aber bitteschön, bei mir sind einfach auch moralische Grenzen irgendwann erreicht. Und ich finde, die sollte jeder Mensch auch mal wieder für sich selber entdecken, diese moralischen Grenzen. Jedenfalls hat er da drunter geschrieben, Anja Heusmann, wer ist eigentlich Anja Heusmann? 3 Fragezeichen. Ich kenne den übrigens gar nicht, ne? Ich habe nie was zu tun gehabt mit diesen Menschen. Und schreibt dann sowas wie B-Promi, nee, D-Promi. Wer ist die denn? Ein D-Promi? Ist noch nicht mal im eigenen Land? Kämpft noch nicht mal für die... irgendwie so ihr kennt es, bla bla. So, das hat er unter jedes Video. Also, das habe ich dann, hab ich gedacht, okay. Und jeder, der mich kennt auf Facebook, der weiß ganz genau, dass ich kritische Kommentare gerne stehen lasse. Ich lasse die stehen. Ich habe da gar kein Problem mit. Und jedenfalls habe ich dann gedacht, okay, da schaltest du jetzt mal frei. Und ich meine, ey Leute, ich bin als Islamhure beschimpft worden. Als Islamhure. Entschuldigung bitte mal. Was geht in diesen Hirnen vor? Wisst ihr, als Friedensaktivistin fragt man sich wirklich ziemlich häufig, ob es überhaupt Sinn macht, ob der Mensch es überhaupt wert ist, gerettet zu werden. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht mehr. Also, was ich eigentlich im Grunde eigentlich sagen möchte ist, ey, ich bin so angegiftet worden. Ey, ich frage mich eigentlich, und das ist natürlich das Selbstbewusstsein, was viele Menschen viele Menschen kotzt es an, dass ich so, das ist mir so kackegal. Es ist mir so egal. Ich bin, im Buddhistischen gibt es einen sehr, sehr schönen Spruch, der sagt im Grunde sowas aus, ich bin so groß, dass ich mich so klein machen kann. Leute, ich bin nicht perfekt.
Ich will das gar nicht. Ich bin ein Mensch. Ich stehe zu allem. Und ich bin echt. Ich bin echt. Und das ist das Ding, was viele Menschen vielleicht ankotzt. Ich mache das. Ich mache diese Friedensarbeit sowas aus mir heraus, dass nichts und niemand mich aufhalten kann. Und das ist das. Das sind diese Menschen, wovor das System Angst hat. Das sind, es gibt nur wenige davon. Ich sage das ganz ehrlich. Und das wisst ihr auch. Die viele Menschen von euch, und das ist gar nicht böse gemeint, viele Menschen von euch, die sind im Grunde auch Menschen, die diesen Menschen hinterherlaufen. Das ist nicht schlimm. Das ist nichts Schlimmes und das ist nichts Abwertendes. Aber man muss doch mal klar erkennen, dass es Menschen gibt, die polarisieren. Ich gehöre zu den Menschen zum Beispiel. Ich polarisiere ganz klar. Ich überspitze Situationen. Da kommen sicherlich wieder welche von euch und sagen, das kannst du so nicht sagen. Natürlich kann ich das. Ich kann alles sagen, was ich will. Die Frage ist nur, willst du das anhören oder nicht? Oder willst du es auch verstehen, was ich sage? Denn es ist doch klar, wenn ich sage, die Deutschen sind dumm, wenn ich so etwas, so einen Satz sage, dann meine ich doch nicht alle. Ist doch selbstverständlich. Und jemand, der diesen Horizont einfach nicht hat, der möchte doch bitteschön meinen Kanal ausschalten. Entschuldigung, wer das nicht versteht, der muss meinen Kanal einfach abschalten. Der wird auf meinem Kanal nicht glücklich werden. Definitiv nicht. Und auch jemand, der sich wundert, dass ich so Wörter wie verfickt oder sowas in den Mund nehme. Ich möchte dazu einfach auch mal sagen, ich habe eine ziemlich gute Kinderschule genossen und ich bin auch von der Moral her, würde ich solche Wörter nie in den Mund nehmen. Jeder, der die Anfänge von Facebook bei mir kennt, der weiß das. Aber wisst ihr was? Meine Wörter sind mittlerweile meine Faust. Das ist meine Faust, die rauskommt. Das ist meine verbale Faust, die ich jedem in die Fresse schlage, der unmoralisch sich verhält, mir, anderen gegenüber oder sonstigem. Das ist einfach alles. Und mir fallen keine härteren Wörter ein als verfickt oder so etwas. Und es ist eine brachiale Wut, die man in sich trägt, die ja auch raus möchte, die auch raus muss vor allen Dingen. Und es ist einfach so, ich kann jedem nur raten, macht euren Mund auf, macht euren Mund auf. In Deutschland ist es ja wirklich so, ich kann in Deutschland gar nicht mehr leben, ich wäre wahrscheinlich schon 10-mal die Rolltreppe runtergestoßen worden, ich wäre wahrscheinlich in den Bahnsteigen mittlerweile von zig Leuten schon zusammengetrümmert worden. Ich meine auch übrigens, die Antifa hat sich bei mir gemeldet, hey, ihr könnt mir gar keine geileren Komplimente machen, wisst ihr das eigentlich? Einer aus der rechten Szene, ja? Thomas de Vries, ich muss dir da ganz ehrlich was fragen. Wenn du so ein A-Promi bist, ja? Mit solchen Muckis und solchen Bah-Muckis, ja? Entschuldige bitte mal. Was bitteschön bewegt dich dazu? Von so einer Tussi wie mir auf meinen YouTube-Kanal zu kommen, ja? Dir dieses Video tatsächlich reinzuziehen, ja? Und dann hinterher dir die Mühe zu machen, unter alle meine Videos per Copy-Paste diesen Text reinzusetzen. Erklär mir das bitte mal. Kann es vielleicht sein, dass du darauf angesetzt wirst, dass Leute, wenn sie ein bisschen, in Anführungsstrichen Erfolg, in Anführungsstrichen wie gesagt, oder die systemkritisch sind, einfach mal überzubügeln? Ey, du kannst mir kein größeres Kompliment machen. Und übrigens, du kannst ziemlich nett sein. Ich weiß es nicht, ich kenne dich nicht. Aber weißt du was? Ich beschimpfe dich nicht einfach. Ich lasse das einfach mal im Raum stehen. Und dann gibt es dann noch so ein paar Antifa-Leute. Die möchte ich dann bei dieser Gelegenheit auch gleich grüßen. Hey Leute, sag mal, geht's noch? Denkt ihr tatsächlich, dass ich zu den Leuten gehöre, die sich von euch einschüchtern lassen? Wirklich? Tatsächlich? Nein, da gehöre ich nicht zu. Weil es gibt eigentlich so, wenn die Antifa sich an eurer Tür klopft und die rechten Szene versucht, euch fertig zu machen. Warum auch eigentlich? Ich verstehe es eigentlich gar nicht. Na egal. Das ist kein größeres Kompliment, was man euch machen kann. Also in diesem Sinne, ich mache da einfach weiter. Wisst ihr, ich bin da echt hartnäckig geworden. Ich bin echt hartnäckig geworden im Leben. Und ich schüttel das jetzt einfach ab wie ein Hund die Flöhe. Und alle anderen, die meine Arbeit unterstützen, meine Laster, meine Herzen, viele unterstützen mich in der Arbeit. Den sage ich, hey, ich mache weiter. Und auch wenn man viele, viele Tränen vergießt in dieser Arbeit, viele, 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 viele Tränen. Und was viel schlimmer ist, mir ist jetzt etwas passiert, wie lange ist das Video? Oh, 1/2 Stunde, scheiße, egal, müsst ihr durch, wer Interesse hat, wird weitergucken, wer nicht, es gibt ja den Ausknopf. Wisst ihr, es gibt Menschen, die mischen sich in mein Leben ein. Und da gibt es auch Menschen in der Friedensszene, die mögen mich nicht besonders gerne. Das ist okay, das ist deren Recht vor allen Dingen. Aber wenn man mal ganz genau betrachtet, was ich tue und wie sie reagieren, muss man sich doch wirklich fragen, was ist los bei euch? Was ist los bei euch? Da kommt jemand wie ich gebe das ehrlich zu, ich bin ein bisschen außergewöhnlich in meiner Art. Ich bin auf der einen Seite sehr nett, aber ich lasse mir die Butter nicht vom Brot nehmen.
Ich bin aber auch nicht so jemand, der sofort krawallig wird. Das ist es auch nicht. Es ist nicht so, dass ich immer gleich mein Maul aufmache, wenn mir irgendwas nicht passt. Das bin ich auch nicht. Ich weiß da schon irgendwo eine gute Mischung. Wir haben zum Beispiel eine Szene gehabt in Deutschland, da ist etwas vorgefallen. Danach habe ich mit den Menschen, bin ich zu den Menschen hingegangen. Das kennt ihr alle, das ist egal, in welcher Szene das ist. Hingegangen und habe gesagt, du, ich fand das nicht gut von dir. Also ich finde, das und das war nicht gut von dir. Das ist im Buddhismus zum Beispiel ganz klar so, dass man das mit Respekt, aber auch trotzdem natürlich sagt, Leute, es kann doch nicht möglich sein in Deutschland, dass du dein Maul nicht mehr aufmachen kannst. Da stehen zwei Menschen, der eine so, der andere so. So, die gehen zusammen Bier saufen, ist alles geil, oh, die machen Party, alles geil. So, und dann kommt der eine an den anderen ran. Mir passiert das ganz häufig, dass in Deutschland jemand mir auf die Füße tritt. Auf die Füße. Die Füße treten heißt für mich Folgendes. Jemand dringt in mein privates Ich ein, ohne dass ich die Tür aufmachen durfte und ohne dass ich den Eintritt einfach gewährt habe. Das bedeutet für mich, dass jemand sich in mein Leben einmischt, ungefragt, ungefragt. Das kann ich nicht leiden. Das ist für mich etwas, da geht bei mir sofort schon der Alarm geht schon hoch. Ganz vorsichtig, ich bin dann aber noch ein bisschen, dann sende ich meistens Signale aus. Dann sage ich sowas, du, das ist sehr nett von dir, aber ich entscheide das so und so und so und so. Und es gibt auch einen Menschen da draußen, der hat mir jetzt klar geschrieben, der hat mir geschrieben, naja, wenn du das nächste Mal in Deutschland bist, vielleicht wird die Kommunikation mit dir dann ja besser. Aha. Der Hintergrund ist folgender. Dieser Mensch hat Folgendes gemacht, das kann ich ja mal so erklären, das geht ja vielen so. Der hat Folgendes gemacht in so einem Gespräch, hat mal erzählt, das läuft gerade nicht so und ich erzähle so von meinem Leben. Und dann kommen direkt Ratschläge. Bam, 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 bam. Gut gemeint. Ist wirklich gut gemeint in Deutschland immer. Es ist wirklich gut gemeint. Aber ich sag mal eins dazu. Ratschläge sind auch Schläge. Und das Ding ist einfach, wenn man sich keine Informationen einholt und schon Ratschläge gibt, das ist etwas, wo ich dann so etwas, da werde ich griffig. Da bin ich beim ersten Mal so, da versuche ich so ein bisschen so einen Wink auszusenden. Das Problem bei vielen Menschen, dass sie das Signal nicht empfangen können. Ich es nicht brachial genug sende, ich weiß es nicht. Ich versuche das immer erst recht vorsichtig zu machen. So, bei mir ist immer alles dreimal. Das erste Mal, das zweite Mal und das dritte Mal. Nach dem dritten Mal gibt es bei mir keine Chance mehr. Das ist einfach so. Das ist eine Regel, die hat sich im Leben einfach irgendwann mal so aufgebaut, weil man kann seine Kraft und Energie, sollte man nicht in Dinge stecken, die einen einfach nicht vorantreiben und nicht weiterbringen. Und da ist, wie gesagt, dieser Mensch, und beim zweiten Mal ist das wieder passiert, da bekommst du Ratschläge. Und das Ding ist, warum das bei mir immer so triggert, ist, wenn jemandem ständig Ratschläge gibt, dann fühlt sich der Mensch auf der anderen Seite, und das ist auch ganz natürlich, doch wie ein Schulkind, oder? Ich meine, es ist halt so, und vor allen Dingen mir fällt auf, dass Menschen mir immer Ratschläge geben, die ihr eigenes Leben nicht auf die Reihe bekommen. Kennt ihr das? Kennt ihr sowas? Was nicht auf diesen Menschen zutrifft. Man muss ganz vorsichtig sein, was man heutzutage sagt. Kennt ihr das? Ganz vorsichtig. Und ich liebe das ja einfach so rauszuhauen und ich kann mich auch gerne entschuldigen. Aber es gibt eigentlich, wenn ich was raushaue, eigentlich nie etwas, wofür ich mich entschuldigen muss. Das gibt es eigentlich ganz, ganz selten mal. Ganz selten. Also Freunde, die mich über Jahrzehnte kennen, die wissen das. Ich haue das raus und das Problem ist oft, dass meine brachiale Ehrlichkeit auf der anderen Seite in Beleidigung umschlägt. Aber das ist ja dann nicht das Problem auf meiner Seite, sondern es ist eher das Problem auf der anderen Seite. Weil wenn ich recht habe, wenn jemand sich mir gegenüber fickig verhält und ich sage das dann, ich sage, ey, du verhältst dich gerade fickig mir gegenüber und der andere ist dann beleidigt, dann ist das nicht mein Problem. Und das ist in Deutschland halt auch so eine Sache, wo ich sage, boah, alter Schwede, die Kultur, das ist alles so im Arsch, das ist so im Argen dabei, geht alles nicht mehr. Es wird der Ausknopf auf Facebook gedrückt, das ist sofort gemacht. Ich habe das auch gemacht, wenn dir jemand jetzt was zuschaut und sagt, die Anja hat das auch gemacht. Nein, die Anja drückt nicht einfach so den Ausknopf auf Facebook, da muss es schon gravierende Sachen vorfallen, bis ich sage, mit diesen Menschen möchte ich tatsächlich nichts mehr zu tun haben. Das passiert auch. Und wenn jemand denkt, nur weil man nett ist, muss man immer nett sein, dann muss ich sagen, nein, das ist bei mir nicht so. Ich bin nett und kann trotzdem ein ziemlich arschiges Miststück sein. Ich kann eine Krawallschachtel sein, aber ich bin immer fair. Aber es muss einfach irgendwo auch mal verstanden werden, dass in Deutschland man sich nicht ständig den Arsch pudern kann, ohne dass auch mal Späne fallen. Wisst ihr, es ist ja so, es ist so verrückt geworden, man kann sich überhaupt nichts mehr sagen. Das geht gar nicht mehr. Wenn du jemand sagst, du bist ja schon unten durch, wenn du nicht, also
wie soll man das sagen, wenn du nicht das Gleiche empfindest wie der andere. Ich mag es gerne, wenn meine Freunde anders sind als ich. Ganz anders. Ich mag das gerne. Wisst ihr warum? Ich meine, es gibt natürlich auch Probleme, ist ganz klar. Aber, ey, verfickte Scheiße nochmal. Ich will doch nicht einen Klon von mir haben. Ich will doch nicht ein geklontes Anja-Ding haben. Ey, was soll der Scheiß? Wo soll der mich das hinbringen? Immer schön schaukel ich mich da in meinem eigenen Hintern rum oder was? In meinem eigenen Suit? Nein, ich liebe es, wenn Menschen anders sind als ich. Ich mag es, wenn Menschen manchmal klüger sind, manchmal dümmer sind. Ich will euch mal was sagen. Ich lerne in Anführungsstrichen von dummen Menschen, dumm, immer relativ. Von Menschen, die, wo man denkt, sie sind dumm. Auch von denen lerne ich viel. Lerne ich so viel. Und ich lerne auch von Menschen, die über mir stehen. Versteht ihr? Ich suche nach Menschen. Ich will mein, boah, ich brauche mehr, ich brauche Input. Und es ist halt so, ich kann mich in Deutschland gar nicht frei entwickeln. Das ist überhaupt gar nicht möglich. Ich gehöre zu den Menschen, die den Mund aufmachen, die auch im Freundeskreis den Mund aufmachen. Ich sag auch, wenn jemand sich scheiße verhält, dann kommt da auch ein Spruch raus. Und da ist es so, die Menschen, die mich kennen und vor allen Dingen auch mögen und schätzen, meine Ehrlichkeit schätzen, ja? Und das ist das Fickige in Deutschland. Das will ich euch mal sagen. Die Friedensszene an sich möchte Menschen, das ist der Hammer, möchte Menschen, die nicht den Politikern hinterherlaufen, die für Frieden stehen, die für Fairness stehen, die miteinander, was gibt's denn noch alles, was so geil sich anhört? Was gibt's denn noch? Die so, ach, dies, ihr wisst, diese weichgespülte Kacke, die in Wirklichkeit nur Heuchelei ist überall. Und egal in welcher Szene, ob im Kegelverein, es ist so viel Heuchelei in Deutschland, so viel Unehrlichkeit. Eure Herzen sind so schmutzig, dass ich sie auf 20 Kilometer Entfernung fühlen kann. Und dann wundert euch doch bitte schön nicht, dass ich manchmal da so reagiere. Und wenn Leute aus der Friedensszene speziell, ich bewege mich nun mal da, versuchen, ihre eigene Fickigkeit mit scheinheiligen Argumenten zu überdecken, da muss ich ehrlich sagen, hey, vielleicht ist das jetzt mal eine Erklärung. Ich kann das sofort erkennen. Und das ist auch das Problem, warum manche Menschen, auch in meinem Freundeskreis, mich manchmal echt zum Kotzen finden. Denn sie können mir nichts vormachen. Und das ist ein Riesenproblem. Und alle Menschen da draußen, die wirklich auch nachgewiesen HSP haben, die wissen ganz genau, von was ich gerade spreche. Und das macht das Leben auch zur Hölle. Es macht zu einem Paradies, aber das Paradies können diese Menschen teilweise leider nur mit sich selber erleben. Und da funktioniert das auch alles. Ist leider so. Aber man muss sich trotzdem in der Gesellschaft zurechtfinden. Und ich versuche das immer wieder, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch so, Ich schleime nicht mehr. Und jetzt sowieso nicht mehr. Es gibt Leute in der Friedensszene, die sind mir letztes Jahr sowas von auf den Sack gegangen. Die sind mir sowas von auf den Schlips getreten auch. Und nicht nur mir, die treten auch anderen auf den Schlips. Und rechtfertigen das wirklich mit einer... Der ist ein Mensch, der hat gesagt, ja, die anderen hatten auch das Gefühl und ich habe dann mal die Führung übernommen. Ey, Entschuldigung. Nee, das geht gar nicht. Also das geht schon deswegen nicht. Das geht vom buddhistischen, also aus meiner Weltanschauung her geht das gar nicht. Wenn einer das sagt, da muss er doch vorher alle anderen gefragt haben, siehst du das auch so? Und ehrlich gesagt, ich komme einfach in dieser Kultur nicht mehr zurecht, weil diese Kartons, in die gedacht wird, das geht einfach gar nicht mehr. Und auch auf Facebook, dieses ständige Sperren und... Leute, ich bin verdammt enttäuscht von Deutschland. Das hört der ein oder andere sicherlich auch raus aus diesem Gespräch. Aber es sind die Menschen. Es sind die Menschen in diesem Land, die andere Menschen in den Tod treiben. Wirklich in den Tod treiben. Und eure Empathielosigkeit ist ein wahnsinnig großes Problem für viele Menschen. Und ich zähle mit zu ihnen. Ich habe mich gerettet, indem ich mich einfach aus dem Land gemacht habe. Aber ist das nicht einfach bitter? Ist das nicht wirklich bitter? Ihr schätzt auf der einen Seite meine Arbeit, aber wenn meine Arbeit dann nicht in euren Kram passt, weil ich euch nicht nach dem Mund rede, dann werde ich ausgegrenzt. Ich bin aus der Friedensszene, ich bin da nicht wirklich drin. Es gibt ein paar Leute, die mich ganz gut leiden können. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber... ja, für mich gibt es keine Friedensszene in Deutschland. Für mich gibt es nur Menschen, einzelne Menschen, die gute Herzen haben, die mit denen ich mich raufen kann, wo ich auch weiß, dass ich mich hinterher wieder mit ihnen vertragen kann. Und das ist halt das Ding. Ihr könnt nicht mehr streiten. Ihr habt keine Streitkultur. Ihr habt einfach keine Streitkultur mehr. Es ist halt so, wenn einer dem anderen schon, wenn da irgendwas nicht passt, dann wird sich distanziert. Ganz einfach, distanziert. Ganz einfach. Und bei mir ist es eher so, ich weiß nicht, ich
ich muss, das kann man ausfechten. Da kann man ausdiskutieren, das Ganze. Da ist zum Beispiel ein Mensch, dem habe ich jetzt geschrieben, weißt du was, deine Art ist zum Kotzen gewesen, aber ich mag dich trotzdem. Das verstehen die meisten Deutschen verstehen das schon gar nicht mehr. Ich kann doch einen Menschen an sich in seiner Gesamtheit gut leiden können. Aber wenn er jetzt einen Teil von ihm, ein kleiner Teil von ihm, scheiße war, ja, dann kann ich ihm das sagen, du, dieser Teil von dir, der war scheiße. Das Problem ist, dass der Mensch auf der anderen Seite jetzt nicht versteht, dieser kleine Teil von mir, den findet sie scheiße. Nein, der Mensch auf der anderen Seite versteht Folgendes, die findet mich scheiße. Hat die aber nie gesagt. Und das Dumme ist, und das ist das Wahnsinnige auch, ich schreibe immer oder ich sage den Leuten dazu, ich mag dich aber. Das und das fand ich von dir scheiße, das mag ich aber. Oder das, dich mag ich aber. Das können die nicht wechseln. Und das juckt die auch nicht, weil sie nicht mit Kritik umgehen können. Und jeder, der sich mit mir schon mal gestritten hat, es gibt ein paar Leute auf Facebook, die haben mich mal, wir haben uns bam, 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 voll in die Fresse. Völlig geil. Pass auf, dann haben wir uns entfreundet. Ne? Ben Frieden. Geil. Wir haben uns entfreundet. Wir haben uns dann getroffen. Und haben wir gequatscht. Bam, bam, bam. Fand ich scheiße, Missverständnis, dies, das, bla, bla. Dann haben wir uns wieder angefreundet. Und so geht es vielen Leuten. Leute, die mich wirklich kennen, das sind weniger. Die wissen einfach, wir müssen uns streiten, damit wir aneinander wachsen können. Scheiße, dieses Video ist zu lang geworden. Ich weiß das. Kotzt mich an, ich könnte stundenlang reden, Leute, stundenlang. Und ja, es ist einfach, ich finde, die deutsche Kultur ist nicht mehr kulturwürdig, es zu erwähnen. Ihr Menschen in diesem Land macht diese Kultur aus. Ihr Menschen in diesem Land habt eine niedrige Empathiestufe, die ich persönlich sehr traurig finde, weil genau das ist es. Und das möchte ich zum Abschluss sagen. Genau das ist es, was einen Menschen ausmacht. Empathie. Und bitte beklagt nicht an anderen Leuten, dass sie diese Empathie besitzen und fühlt euch von ihnen nicht entdeckt oder sonstiges, sondern versucht, diese Menschen einfach mal zu verstehen. Ich habe niemanden von euch da draußen irgendetwas getan. Aber ihr empfindet das so. Aber das ist ein Problem auf eurer Seite. Und ich wünsche mir, dass ihr das erkennt und dass ihr immer wieder euer Herz wiederfindet und erkennt, dass nur unsere Herzen, wenn die sich verbinden, miteinander eine wahnsinnige Energie aufbauen können. Aber es nützt nichts, wenn wir hier nur bla bla machen. Blabla nützt nichts. Dieses hier, diese Energie, dieser Zauber in uns, der muss sich verbinden. Und dann können wir den ganzen Dreck ganz locker von dieser Erde rocken, in diesem Sinne. Bis dann.